Prost. Frischer Tee am Morgen. Na, was machst du denn da? Lecker, lecker. Genießt. Seit Anfang des Aufstehens. Wer? Ja, ich hab schon. Ich hab schon gesehen, hab noch mein Licht nochmal ausgemacht ein bisschen. Ja. Ja, nee, das muss ich nicht. Lumutschka! Na, ja, zeig dir. Mal ein bisschen erkältet, wa? Ey, ja, die ist ja schon gerotzt. Guck mal, wie schön hell das ist wieder. Hat schon was für sich so diese Zeitumstellung. Kalt heute, ne? Außen. Kalt heute. Mit dem Netz, tut mir leid, ich kann doch so das Kader nicht anbieten. Seitdem die da waren. Ja, Vodafone hat einen Hotspot eingerichtet. Mhm. Der offen ist für alle. Frag mal warum. Was nicht funktioniert, das Netz. Müsste Kader eigentlich absagen, wa? Gut, mit dem Hotspot geht's ja. Ja, ausprobieren, wenn es nicht geht, dann kann ich es ja verschieben. Kann keine Tür. Ey, kriegt das nicht gebacken? Nee, krieg nicht. Krieg keine YouTube-Verbindung. Keine sichere Verbindung mit der Seite möglich. Ach, weil jetzt die Kabelbox wieder volle Power hat und wo davon Hotspot weg ist. Also, es ist doch nicht der Ernst. Unglaublich. Vodafone ist echt der größte Husten. Das war das Schlimmste, was wir gemacht haben, dass wir da gewechselt haben, ehrlich. Dann hat man wenigstens bis ins andere Zimmer auch Netz. Ja, aber auch nur, weil ein Zimmer vorher der Router war. Oh bitte, ey, bitte, ich will einfach nur weg und gut. Weiter. So, irgendwie hat es jetzt nicht geklappt mit dem Veröffentlichen über Nacht. Dann habt ihr das jetzt. Halb neun. Bitte sehr, da ist es. Tada, der Video ist ab sofort auf YouTube verfügbar. Ta-ta-ta-ta. Wettschrauben am Hollandrad. Ich sag euch, das war was. Haben sie da um eine Wette geschraubt. Nein, ich kenne mich besser aus. Nein, ich kenne mich besser aus. Patrick und der Thorsten. Die beiden Gehörlosen haben um eine Wette gebettelt. Quasi so ein bisschen. Also. Thorsten, nee, mach so. Und der mal. Kriegt das ja auch nicht alle mit, aber. War schon witzig. Habe ich drin gelassen, komplett. War gut. Richtig gestritten werde. Toll, einfach repariert, wenn die mal immer kommen würden, wenn Holländer kommen. Würde ich mal freuen. Ich habe wieder einen Holländer. Ja, wow, kommen sie wieder alle. Fehlt noch der dritte, die Hörlose. Ja.
Lars. Kriegen die so einen extra Ständer und dann können die gegenseitig fachsimpeln untereinander. Ich kann ja da nicht mitreden sozusagen, weil ich gar nicht mitgebärden kann. Ich kann sowas ja nicht so gut. Einigermaßen verstehen nicht, aber diese Gebärdensprache. Die drei, vier Worte, die ich kenne, klappt nie. Hey! Ach, eben bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Einsprechen. So. Meine Lieblingsbeschäftigung ist es nicht gerade, aber. Zurzeit schon. Irgendwie macht es halt auch Spaß. Ja, so schlimm ist es nicht. Ich ja. Finde das auch ganz süß manchmal. Schön entspannt. Ja, genau. Gut, okay. Also liebe Leute, heute war ja nochmal bis jetzt gar keine Aufnahme, weil ich zu tun hatte. Mit einer Sache, die überhaupt nicht interessant ist für euch, nämlich Internet. Also da kann ich euch nicht. Das wäre nicht interessant, also da kann ich euch nichts zu sagen. Ich habe halt recherchiert und ein bisschen geguckt, wie es funktioniert und so. Jetzt bin ich da. Hallo. Ja, bitte. Chef. Hier verkauft jemand Dosen. Nee, nicht verkaufen. Ich wollte tauschen. Ach so. Ihr habt so eine Dose von uns. Haben wir nicht. Habt ihr nicht mehr? Nee, haben wir schon lange nicht mehr. Habt ihr die zu mitgegeben? Ja, klar. Ich glaube jetzt, wo du das sagst. Ja. Ehrlich jetzt. Ja, na sicher. Ich bin nochmal... Nee, ich meine, jetzt glaube ich, den Tag haben wir hier oben gestanden. Alles klar. Okay. Ist schon noch eine hier. Tschüss. Bis ciao, ciao. Zack. So. Bist du jetzt da gewesen, als der dumme Demi so nach der scheiß Dose? Na, hätte ich gesagt, ich weiß von nichts. So. Bettler. Vormarker. Fahrräder. Ja. Wieso denn? Ich weiß nicht, da hat gerade ein Rennrad ein anderes Fahrrad umgeworfen. Ja, das muss man ja machen. Ja. Ansonsten. Dann habe ich mich gestern, was heißt gestern, vorhin ein bisschen gequält. Wobei? 27er Decke. Felge? Na, da war eine 27er Decke drauf auf der 28er Felge und ich musste den Schlauch wechseln. Ja, aber 27. 622 Arbeitsmaß. Ja. Ja, das passt schon. 622. Wann hab ich bekommen? Aber die Felge war breit oder was? Die war so eine breite Felge. Nee, war so eine Felge hier. Ja, das ist ja auch eine 27er Decke. Du meinst diese Damm... Ja, genau. Ja, ja, genau. Mit dem weißen Lenkerband. Genau. Ja. Ja, da war die Felge ein bisschen dicker halt. Ja. Ja. Das. Alter, hab ich gekotzt, hab ich geflucht. Wieso geht das nicht weiter? Das muss da aufpassen. Das war doch vorher drauf. Ich hatte schon Probleme beim Abhebeln. Scheiße. Ah, ich kann ja hier mal Pedalen abschrauben. Nee, der ist zu groß. Den hätte ich gerne. So. Fest.
fest. Okay, spann ich ein. So, und am Donnerstag geht's ab. Ab? Ab? Sollte ich ab? Nee, aber Donnerstag ist hier. Familie. Ich weiß von nicht. Okay. Ich muss zu Marlies. Sag mal so, ich komm vorbei. Das ist gut. Muss man mit Marlies quatschen? Die kommt ja im Moment, die holt die Kinder ab. Oh. Also das Kind. Das Junge. Der Junge ist ja zu Hause, die anderen beiden sind in der Schule. In der Schule, genau, die kommen ja nur. Ey. Ich bin auch nicht verfassen. Ja, ich weiß ja, hier ist zwar locker, aber. Einmal abdrehen. Ja. Jetzt nicht zuschrauben wieder. Fest, los machen. Genau. Ja. Ja, und das liegt wahrscheinlich daran, dass du jetzt gerade genauso fest bist. Das ist natürlich ein bisschen dramatisch alles. Traurig. Micha ist dann auch nicht gekommen, weil der war natürlich dann bei seiner Frau. Mhm. Das ist wieder fest. Sicher? Ja, ganz sicher. Na, gerade eben bei Locker habe ich die Werkbank angehoben. Naja. Mach mal. Na, man kann auch ein bisschen gegendrücken natürlich da unten. So ist das ja nicht. Kann ja so machen, dass man das nicht so rausreißt. Ja, klappt schon. Sicher? Also dann stelle ich mich gerade zu blöd an. Ich kann das hier nicht drehen, weil der Aufkleber hier eingespannt ist. Jetzt ist der hier total kaputt. Mit der siehst du wieder. Also muss man. Das Ding hier. Warum ist ein bisschen mit Radio? Ich sag, wie mit dir auch, das wird gut. MCT? Jo. Weißt du, wo die dritte Tasse gelandet ist? Die hast du noch nicht alle. Ach, die hast du noch nicht alle. Soll ich den Witze später Bescheid sagen? Zurückbringen oder. Ich kann ja. Mensch, Tommy auf Ex. Du bist ja verrückt. Tommy. Ich hoffe, wir sehen uns noch in diesem Jahr. Was machen wir eigentlich, wenn der Laden geschlossen ist? Wir müssen ja mit. Wollen wir ein Ding machen? Ja, Tommy, er hat mich eben schon angesprochen. Ich habe ihm gesagt, der ist ja ganz einsam jetzt hier. Ja. Ich hab. Ich komme irgendwie Dezember spätestens klinglich dann mal bei euch. Naja, nicht zu spät im Dezember, bitte. Nicht zu spät, nee. Genau. Also auf alle Fälle muss das Ganze noch. Mach Anfang Dezember, komm. Anfang, ja, klar. Ja, das meine ich. Also, ja? Nee. Spätestens. Okay. Machen wir ein Weihnachtsinterview. Die große Weihnachtsshow mit Wolle. Wolle liest. Die Weihnachten. Wolle liest Weihnachtsmärchen. Oh, extrem, Alter. Das wünscht man sich. Wolle an Weihnachten. Reicht von Weihnachten bis Silvester. Gar nichts. Keiner versteht irgendwas. Ey, das wird geil. Ich sag dir. Königlich. Weil du wirst das, was ich schon für Gold in Form von Celluloid, ich werde sagen, aber in Filmaufnahmen von ihm. Hammer. Wie Super 8 würde. Einer eben nicht, aber ich meine, aber was ich schon aufgenommen habe. Oh, guten Morgen. Jawohl. Tschüss. Tschüss. So, hoppladi hopp, nonstop. Macht's gut, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ich bin ich schon so. Mama, wir haben gerade Hakuna Matata gelernt. Ja? Matata. Auf Spanisch. Hakuna Matata. Diesen Satz sag ich gerne.
Wetter. Stets modern. Es heißt die Sonne bei dir. Immer fern. Einmal nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Los. Ja, ich hab diesen nicht. Tot im Kopf, Alter. Ich hab so viel im Kopf, was ich machen muss. So viel im Kopf, was ich machen muss. Und das, ich hab keine Ahnung mehr. Wird die alle von mir heulen. Keine Ahnung, kein Schimmer. Was ist denn das überhaupt für ein Scheiß? Nicht mal was die filmt heute vernünftig. Das ist doch alles Wichse, ey. Quietsch. Warte mal eine Stunde oder so ein Scheiß. Das ist ja immer so 8,5 Stunden, ist das aber. Zum Aufnehmen. Ja, in der Qualität jetzt, ja. Mhm. Ja. Oh. Ja, Alkohol. Nicht mit Alkohol. Ja. Okay. Kennst mich doch. Ja, ich, ja. Kennst deinen Papa. Zeiten ändern dich. Kannst du nicht sagen, hier bist du rundum versorgt hier. Schlecht, ey, wenn er hier so steht, kommt der eine mit Bier an, was ich nicht trinke. Der nächste kommt mit einem Mohnkringel da an. Dann machen Kaffee, noch einen Kaffee. Oh Gottes Willen, ist doch nicht. Guck mir nicht an, kochen. Alter. Niemals, ey. Niemals guck nach links, niemals guck nach rechts. Ah, hier! Es ist eine Katastrophe. Hier. Oh, das macht Angst pullern. Angstpipi, ey, ist echt zum Kotzen hier. Scheiße. Hier, der Pega, ach hier, und der Seil, der muss festgeschraubt werden. Ja. Oder beziehungsweise ausgetauscht. Nee, gleich austauschen. Ja, jetzt gucken. Links, rechts, nichts gucken, austauschen. Nein, der Kohlmann nur hin. Genau, wollte ich gerade vorschlagen. Und bring gleich eine Lampe mit. Irgendwann nächstes Jahr, Quatsch. Irgendwann nächstes Jahr. Bringt euch keine Punkte mehr hier auf. Na, nü, ist ja noch dran hier. Ja, na, ich kann ja nur eins auf einmal. Ich habe ja nur keine vier Arme. Hä, muss ich locker schon. Nix, der hat sich ja nicht bewegt, also muss der Sattel jetzt immer noch genauso sein wie vorher. Ich hab mir mal was Neues geholt. Hallo? Jo, Mensch. Ja. Ja, Mama. Hast du ein Wetterchen? Aber ist doch kalt. Ach ja, boah, ja. Warte mal. Der schnelle Wut. Hier. Hast du ein Wetterchen? Ja. Augen weg. Ich hab nur gedrückt, so hier. Was soll ich damit? Einen Schluck trinken willst du nur. Achso, nee? Hier. Schnell! Champagnerwoche, yay! Yeah. Champagner, du Chef. Du trinkst doch weiter, du suchst dich laden, klebst du Tag. Voll abgesapst. Bist du krank? Also so anstrengend krank? Ja, ist er! Depressionen sind ansteckend. Also wenn die ansteckend wären, dann... Du, sind sie. Ohne Scheiß. Depressionen sind ansteckend. Und zwar, wenn du den ganzen Tag jemanden um dich rum hast, der dich zulöffelt mit Depressionen, bist du auch Depression. Ja. Dann fragst du, ey, die Scheiße, den ganzen Tag hörst du dir den Müll an. Wenn du damit nicht genügend Geld verdienst, so wie die Ärzte, die sich mit so etwas beschäftigen, ja. Die dann vor Lachen laut, nicht einschlafen können, weil du brauchst so was. Das ist echt... Ja, oder die sind so abgebrüht wie ich. Nee, dann kannst du die Leute ja nicht therapieren, du kannst ja nicht mit denen arbeiten. Dann kannst du ja, nur, ich will die Leute dann nicht therapieren. Dann kannst du ja nur nicht. Ja, aber wenn du machst, also so ein Arzt. Ja, wenn du beruflich machst, dann musst du damit klarkommen. Weg den Kack hier. Klappert ja hoch.
Hey, hey, Vicky. Hey, hey, hey. Ja, mal die Fahrräder. So. Tschüss. Soße? Soße. Soße, 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 Soße. Die gute Tonleiter, auf Gänisch. Obwohl ich gut und lange gepennt habe, ja, vor dem Wecker wach war, ich bin langsam müde. Hey, was ist das denn für ein Brand, Alter? Was ist das denn für ein Wracker? Guck dir mal die Lampe an, das sind hier Flutscheinwerfer. Ja, Flaggscheinwerfer. Das ist der Flaggscheinwerfer, genau. Also 28er Rate. Ist doch ein 28er, oder? Ja. Was sagt Mutter dazu? Über wen läuft denn das überhaupt? Wie hast du das denn an die Stelle ran? Muttern. Was ist das, ein Mann, ist wer? Einer von den Polieren, die, einer von den Leuten, die du nicht siehst, oder? Nee, das ist der Polier. Oder der Chef von der Frau? Nee, Baumeister oder Bauleiter oder Polier. Wie auch immer. Polier. Ja, Vorarbeiter. Wie auch immer, ja. Okay. Wann ist der 31. Tag? Donnerstag. Und Donnerstag ist noch auf? Nein. Mittwoch ist letzter Tag? Jawohl. Mona? Ja. Ich hab das gehört. Was? Das hab ich dir so nicht beigebracht, junges Fräulein. Deine Ziehtochter. Hör auf, ey. Die schlimmste von allen. Hätte ruhig was draus werden können. Ich finde, das hat geklappt. Ja, das sind ja ganz Patente. Was hast du gesagt? Ich hab dich total lieb. Jo, liebe Leute, was soll ich sagen? Feierabend. Oh, heute habe ich gar nicht gefilmt. Nicht gefilmt. Jetzt kurzer Vlog, also macht es gut, wir sehen uns morgen wieder. Manchmal ist es so. Ich schaue noch mal im Netz, da, was da so los ist. Bin schon ganz gespannt. Bis dann, ciao. Kannst du denn zum Ausschlachten noch ein paar Hände gebrauchen auf die letzten Tage jetzt? Oder, naja, du gesagt, ich weiß es ja. Zu machen gibt es ja natürlich immer, weil aber wärst du überhaupt da? Und oder? Morgen bin ich da. Morgen bin ich da ab 9. Okay. Wenn du morgen früh um 9 Uhr kommst, kannst du schlachten helfen. Okay. Ja? Ja. Das ist ja was ich in fast jedem Zustand noch hinkriegen kann, ne? Das ist sozusagen. Also. Aber wird ja schnell geschlachtet. Naja, klar, eben, da brauche ich ja nicht aufpolieren und. Nein, bitte nicht, überhaupt nicht. Gewinde fräsen und. Nein, also, gar nicht. Einfach nur Schlacht und raus und weg. Genau, das ist eine Arbeit, die ich gebrauchen kann und ja, wenn ich da ein bisschen mit anpacken kann, gut. Das heißt, dann bringe ich ein Schloss mit, dass ich das mit rausnehmen kann morgen. Oder ja, dann sei um 9 Uhr da. Ja, okay, gut. Ja oder nicht? Nee? Ich aber warte kurz, warte, ich habe Post von deiner Mutter hier. Du wolltest noch was tun, du hattest noch was vergessen. Ja. Hast du dich bei deiner Mutter? Wo bist du denn? Oh Gott, das ist schon wieder weg. Abgehauen. Hast du dich bei deiner Mutter gemeldet? Ja. Mal eine Woche oder? Das ist aber schon länger hier. Danke. Ich weiß nicht, ob das ein bestimmt kein Geburtstagsgeschenk. Ja. Wie das dann her ist, doch, wir haben uns neulich gehört. Das wird bestimmt 3 Wochen. Liegt das schon? Ja? Okay. Ja doch, stimmt. Irgendwas war da mal. Ja.
Gut, also, ich nicht und ja, ich gebe zu Schlag. Oh, die Dinger sind noch nicht angeleitet. Ich habe gerade extra geguckt, weil die mich dann. Alles gut. Okay, dann bis morgen. Ciao. Bis dann. Okay, also ich bin da. Ich bin endlich zu Hause. Felix hat sich gemeldet. Auf den letzten Tag nochmal. Kommt morgen nochmal kurz arbeiten. Oder so ein bisschen Geld verdienen. Oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie was. Das ist alles anstrengend. Für mich auch. Bis morgen. Ciao.